Sparen will auch Jenny aus Berlin, und zwar beim Kochen. Da ist sie ein echter Profi. Man bezahlt nicht mehr als 2 Euro und man wird satt davon. Akte trifft die Influencerin in einem Kochstudio und präsentiert ihre erfolgreichsten Spargerichte. Jennifer Alexandra Kuschel, genannt Jenny, hat als dreifache alleinerziehende Mutter schon genug um die Ohren. Trotzdem, sie ist seit einem Jahr erfolgreiche Influencerin mit ihren Internetvideos. Wie könnt ihr ein 3-Gänge-Menü für unter 10 Euro zaubern? 4 bis 5 Clips pro Woche stellt Jenny auf TikTok und Instagram ins Netz. Oft Spartipps zum Kochen. Auch ihre Kinder helfen mit auf ihren Kanälen Food and Family, Essen und Familie. Reis. Reisessig. Sojasauce. Mit diesem Video fing alles an. Einfach aus Spaß hatte Jenny es damals auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht. Ihr kleiner Sohn kommentiert es niedlich. Fertig mit Sojasauce. Fast 200.000 Menschen haben es angeschaut. Heute erreichen ihre Spartipps Millionen. Für die 33-Jährige ist Sparen nicht nur ein Hobby. Sie muss schließlich 3 Kinder versorgen. Zurzeit eine echte Herausforderung. Weil man ja selbst auch nicht mehr Geld zur Verfügung hat, da fängt es ja schon an. Und man merkt halt wirklich, dass es so etappenweise gerade auch hochgeht mit den Preisen. Also quasi, wenn man jetzt eine Gurke vor einem halben Jahr noch 99 Cent gezahlt hat, ist man mittlerweile schon bei über 1,30. Doch Jenny war nie der Typ, der sich entmutigen lässt. Sie kauft immer sehr diszipliniert ein und mit Köpfchen. Das heißt, nie mit leerem Magen, meistens ohne Kinder, immer mit strikter Einkaufsliste und natürlich in den Läden, die gerade viele Angebote haben. Dann auf jeden Fall einen kleineren Einkaufskorb mitnehmen, damit man nicht so viel reinpackt. Dann wirklich überlegen, wenn man so vor Sachen steht, brauche ich das wirklich? Weil es gibt ja so einige Sachen wie Süßigkeiten oder so, die man dann doch in den Korb reinhaut. Dann immer natürlich nach unten schauen, weil auf der gleichen Ebene sind meistens die teureren Produkte. Durch geschicktes Einkaufen kann jeder bis zu 30% einsparen, sagen Experten. Weitere Spartipps? Sich ein Preislimit setzen. Zur Übersicht beim Einkaufen mitrechnen. Preise nach Gewicht vergleichen. Auf Vorrat einkaufen. Obst und Gemüse der Saison kaufen. Akte-Reporterin Danja Werner trifft Jenny heute in einem Berliner Kochstudio. Hallo Jenny. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Dann leg mal los. Let's go. 3 ihrer meistgeklickten Spargerichte kocht Jenny extra für Akte. Ein wichtiger Spartipp dabei, nur wenige Zutaten verwenden. Wie bei Jennys Gericht Reis mit tiefgekühltem Buttergemüse und Curry. Das hat unglaubliche 3,4 Millionen Aufrufe auf TikTok und wird oft von Studenten und alleinerziehenden Müttern geliked. Es kamen viele Nachrichten, dass sie nie auf die Idee gekommen wären, dieses Gericht mit Reis und Buttergemüse zu kombinieren und in eine Pfanne zu machen. Dann ist es natürlich für viele Vegetarier auch ein Pluspunkt gewesen, weil das ist wirklich ein gutes Gericht, was schnell geht und was viele essen können. Und das ist halt wirklich preiswert. Also man bezahlt nicht mehr als 2 Euro und man wird satt davon. Mit knapp 2 Euro pro Portion ist das auch eines von Jennys günstigsten Gerichten. Das zweite Gericht, Spinatspaghetti für etwa 2,50 Euro pro Teller. Spaghetti für 69 Cent kochen, Spinat für 59 Cent kochen, für rund 1 Cent noch Salz hinzu. Sobald die Nudeln gar sind, haut ihr 10 Cent Margarine in die Pfanne, macht die Nudeln rein, würzt diese mit Knofi, dann eine Käsescheibe für rund 20 Cent. Jetzt müsst ihr es nur noch servieren und genießen. Jenny verwendet selten teures Fleisch. Dafür als Basis günstige, sättigende Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln oder Kartoffeln. Dazu etwas Gemüse, wenige Gewürze und Kräuter. Am besten die Kräuter selber pflanzen und so kann man immer wieder was abschneiden, das in Vorratsboxen packen und ins Gefrierfach. Und so spart man ja auch, weil man gibt ja kein Geld zusätzlich aus und man weiß, dass das im Gefrierfach eine lange Zeit hält. Nächster Tipp. Reste weiterverwerten. Wie bei den Reisnuggets, bei denen ihr Akte-Reporterin Danja Werner zur Hand geht. Das ist eine schmierige Angelegenheit. Hart gearbeitet, hart gearbeitet. Aber dadurch können sie sparen. Genau. So. Und vor allem, man kann viele Nuggets draus machen. Boah, echt. Mhm. Das kann man dann auch einfrieren, ne? Genau.
Mit Ei, Stärke, Paniermehl, einer Prise Salz und Knoblauchpulver kostet eine Portion Nuggets nur etwa 1 Euro. Der Reis war ja noch übrig. Man hat öfters ja Reisreste und viele würden die, denke ich mal, wegschmeißen, was ja auch sehr schade ist. Und so kann man das gleichzeitig benutzen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch Käse noch zu Hause hat, eine Scheibe Käse oder so, die macht man dann mit rein und dann spart man ja auch, man schmeißt es nicht weg, man kann was mit dem Käse anfangen und so hat man auch gleichzeitig wieder ein Gericht, was man überbrückend hatte und muss nicht wieder was einkaufen. Kochsparprofi Jenny will ihre Community demnächst auch auf YouTube begeistern, mit etwa einem Video pro Woche. Da freut sich der Magen und das Sparschwein.